Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und heute möchte ich helfen bei der Formulierung des Themas der Projektarbeit. Das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Es geht also um die Themenformulierung und das ist deswegen so wichtig und das ist den wenigsten klar, dass man durch die Formulierung seines Themas den Bewertungsmaßstab gewissermaßen vorgibt. Also das, was der Leser erwartet, wird durch das Thema vorgegeben. Was heißt das? Schauen wir uns Beispiele an. Nehmen wir mal das Thema Entscheidungsgrundlage für. Ja, wir formulieren ein Thema Entscheidungsgrundlage für. Dann erwartet der Leser, beziehungsweise der, der die Arbeit bewertet und benotet, erwartet hier Kriterien. Er erwartet letztlich eine Entscheidung. Kriterien, Gewichtung von Kriterien und letztlich am Ende der Arbeit muss eine Entscheidung rauskommen. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Nehmen wir mal an, die Themenformulierung heißt Umsetzungskonzept für. In diesem Fall erwartet man eher einen Ablaufplan, einen Zeitplan, einen Personalplan. Ja, es ist also ganz, ganz wichtig, dass man durch die Themenformulierung, dass einem bewusst ist, dass man durch die Themenformulierung das vorgibt, was der Leser erwartet und letztlich dann auch benotet. Wenn man das Thema nennt Entscheidungsgrundlage und Umsetzungskonzept, dann erwartet man etwa die Hälfte der Arbeit zur Entscheidungsgrundlage und die andere Hälfte der Arbeit zum Umsetzungskonzept. Würde ich von abraten, so etwas zu tun. Lieber die Entscheidungsgrundlage ganz durchdenken bis ins Detail, Tiefe vorbereite oder das Umsetzungskonzept durchdenken bis ins Detail, aber nicht beides zusammen. Ja, komplette Coachings zu diesem Thema, Projektarbeit, Fachgespräch gibt es im spaßlerndenk-shop.de. Würde mich freuen, wenn Sie mal reinschauen. Mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.